Guti, das sollten wir doch schaffen. Bestimmt die letzte Etappe. Wir dürfen jetzt nur nicht zu mutig sein. Halt, halt dich fest, halt dich fest. Wo ist die Tasse B? Falsch. Das war jetzt knapp. Knappe Action. Ah, schau mal, einer guckt. Und hier können wir nicht mehr speichern. Abreißen. Jetzt sollte es klappen. Das muss ich sofort Kamek sagen. Hey! Kamek! Sauber, Meister. So viel Zeit muss sein. Und, seht ihr, auch was die Röhre angeht, so habe ich selbstredend recht behalten. Wenn nur König Bowser seine Verbohrtheit meinen Ideen ähnlich offen gegenüberstünde. Tja. Oh, da unten, guck mal, ich sehe es schon. Ach, das ist das Bad, was wir die ganze Zeit gesehen haben. Endlich am Ziel, aber... So, jetzt durch die Röhre. Aber dann kommen wir doch nur da hinten hin. Gut, also, aber... Wo genau kommen wir jetzt zur Röhre runter? Also zum Bad runter? Einfach runterspringen. Ah, lieber Tipp. Ich platze voll Lust auf ein Bad. Ich könnte glatt durch eine Felswand durch. Ah, hier, durch diese. Oh. Ah, weißt du, da, die anderen klopft sie ab und die vergisst sie. Ist das hier die geheime Quelle? Aber es ist so dunkel. Vielleicht ist es ja so dunkel, damit alles ein Geheimnis bleibt. Oder was meinst du? Nee. Meine Damen, meine Herren. Meine Damen, meine Herren? Mario, das Schild... redet ja mit uns. Meine Damen, meine Herren, wertes Publikum. Witze, Kniffe, Raterei, stürz dich rein und sei dabei, sonst bist du ein Birdo-Eye. Bye. Sei nicht scheigeil. Was? Wie geil ist das denn? Willkommen zum Quiz. Sie werden lachen, weinen und sich nichts mehr wünschen, als im Publikum statt auf der Bühne zu sein. Begrüßen Sie mit mir unseren unfassbar talentierten, schlauen und rundum fabulösen Moderator, nämlich mich, Talk Shy Guy. Schicke Fliege. Und nun zum Kandidaten des Abends. Mario! Meine Damen und Herren, einen gefälligen Applaus für Mario. Bowser, Junior, Kamek, Olivia und Mario. Sehen wir doch einmal, welch spektakulärer Preis unseren Kandidaten heute erwartet. Oho! Als Gewinn winkt exklusiv der Zutritt zum viel gerühmten Quell der frischen Farben. Und nun, ohne weitere Umschweife, zur wichtigsten Frage des heutigen Abends. Bist du fit fürs Quiz? Ja. Okay, komm. Wenn du dich bitte in den Zuschauerbereich begeben würdest. Alles Gute, Mario. Wir zählen auf dich. Großartigst, wenn sich die Wertenblicke jetzt bitte auf die Anzeigentafel richten würden. Oh nein, das ist ja, wie heißt denn dieses Spiel? Wir haben Leute, der Preis ist heiß. Ich glaube, mit Kategorie, je nachdem welche Stufe. Es gibt 4 Kategorien mit jeweils 3 Fragen. Insgesamt ein Potpourri von 12 knackigen Kopfnüssen. Dabei genügt bereits das mickrige Ergebnis von 100 Punkten, um einen Besuch im Quell der frischen Farben zu gewinnen.
Alles bereit? Dann startet der Computer gleich die Fragesuche. Kandidat, bitte bereit zum Stoppen. Auf los geht's. Nana! Toll. Schergensprint? Der Schergensprint. Hier sind ein scharfes Auge oder zwei, sowie ein gutes Gedächtnis, das A und O auf Gutes gelingen. Oh, egal, ist das so, wir sind in der Quizshow. Das will ich als Spiel, also jederzeit spielen können. Also vielleicht regt es mich auch auf. Vielleicht müssen wir am Ende auch wieder Geld zahlen. Ich weiß es nicht, das werden wir herausfinden. Jetzt. Ich muss mir bestimmt Anzahlen an Shy Guys merken. Vier Schergen, ein Sprint. Beobachte das Rennen und merk dir genau, wer als wievielter ins Rennen läuft. Okay, also. Rot, schwarz, braun, gelb. Ich glaube, so merke ich es mir. Ich merke es mir über die Farben. Rot, schwarz, braun, gelb. Also. Ich muss mir, damit das Gehirn möglichst schnell funktioniert, muss man sich möglichst kurze. Also R, S, B und gelb. Okay. Auf die Plätze, fertig. Los. Ist auch fies, wenn er jetzt noch aufholt. Okay. Ah, ist das jetzt die Hälfte gewesen? Okay, der Schwarze ist jetzt wieder vorn. Ah, ist das fies. Los, also der Schwarze. Ah, ist erst die 100er Linie. Schwarz. Gelb, rot, braun. Schwarz, gelb, rot, braun. Ich weiß es. Und jetzt, Achtung, wir suchen nur den Sprinter, der als Nummer 1 ins Ziel gelaufen ist. Wer ist es? Bewege ihn in den blauen Rahmen. Schwarz. Schwarz. Oh, das geht auch noch Zeit. Ja, beenden. Fertig. Ende. Die Ringe sind gedreht. Ob die Wahl richtig war, seht ihr. Richtig! Wir blicken auf die Punktetafel. Für deinen sagenhaften Erfolg erhältst du stolze 10 Punkte. Allerherzlichsten Glückwunsch! 10 von 100. Oh mein Gott, wie cool. Das will ich als Minigame in diesem Spiel spielen können. Insgesamt liegst du damit jetzt bei 10 Punkten. 90 Punkte bis zum Sieg. Und darum, ohne weitere Umschweife, gleich zum nächsten Spielchen. Oh, wie cool. Also, wenn man das irgendwie extra nochmal spielen könnte, wäre das richtig gut. Bing, 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 bing. Oh, 50. Ringelbild. Das Rügelbild. Hier zählen visuelles Gedächtnis und flinke Ringfinger. Ringfinger, viel Glück. Oh nein. Präge dir dieses Bild gut ein. Nach dem Countdown werden wir dieses wunderschöne Stück bis zur Unkenntlichkeit verunstalten. Okay, ja, das ist aus der ersten Welt, glaube ich. Aufpassen. Aber die Wege merke ich mir jetzt nicht. Ah. Oh no. So, jetzt bist du dran. Rücke das Bild so zurecht, wie es vorher war. Züge und Zeit sind begrenzt. Frohes Schieben. Ach nö. 6 Züge. Vielleicht. Nee, das sieht doof aus. Oh, warte mal, hier war auch sowas irgendwie. Nee, das sieht auch doof aus. Doch. Finde ich gar nicht so schlecht. Und was ist, wenn wir... Das war doch... Da war doch auch irgendwas vertauscht. Vielleicht.
Weiß ich noch nicht. Was ist denn hier mit dieser Reihe? Oh nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Aber das sieht auch ganz gut aus. Nein, ich schaff's nicht. Verdammte Axt. Wir blicken auf die Punktetafel. Es hat sich nichts verändert. Was für ein Reinfall, liebes Publikum. Der Kandidat erhält 0 Punkte. Insgesamt liegst du damit jetzt bei 10 Punkten. 90 Punkte bis zum Sieg. Und darum ohne weitere Umschweife gleich zum nächsten Spielchen. Ach nö. Auf, los geht's. No, no. Verbasselt steht auch noch da. Geil. Ist wie im Zeugnis. Schergensprint Stufe 2. Okay, also da war ich jetzt gar nicht so schlecht. Also wir haben hier schwarz, rot, braun. Ah, und nochmal rot. Also, rot Shy Guy und rot Sniffet. Also er Sniff. Okay. Auf die Plätze, fertig. No, no. Was macht er denn da? Ninja Move. Geil. Eins, zwei, drei. So wie in der Reihenfolge sind 2, 3, 4. Okay, gut. Das krieg ich hin. Die Punkte sind so sicher. Und jetzt Achtung, wir suchen nur den Sprinter, der jetzt Nummer 3 ins Ziel gelaufen ist. Wer ist es? Bewege ihn in den blauen Rahmen. Oh nein, hier sind ja auch noch andere Leute mit drauf. B war braun und braun war der Gumba. Ich würde den Gumba jetzt da reindrehen, also. Gumba, 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 Tätere. Gumba, Tätere. Ja, Gumba, Tätere. Ja. Gumba, 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 Tätere. Die Ringe sind gedreht. Ob die Wahl denn richtig war? Der Spot geht an und. Gumba, Gumba, Tätere, Tätere. Siehst du, darüber kriege ich wenigstens Punkte. Das einzige Spiel, was ich hinkriege. Wir blicken auf die Punktetafel. Für deinen sagenhaften Erfolg erhältst du stolze 30 Punkte. Allerherzlichsten Glückwunsch. Aber noch nicht mal die Hälfte. 40%. Insgesamt liegst du damit jetzt bei 40 Punkten. 60 Punkte bis zum Sieg. Aber es sind ja noch ein paar Sachen offen. Und darum, ohne weitere Umschweife, gleich zum nächsten. Zum nächsten Spielchen. Also zwei Spielekategorien kennen wir noch nicht. Nämlich Such die Ninis und Rechnerpool. Also Ringelbild finde ich schon mal scheiße. Such die Ninis. Such die Ninis. Hier wird dein visuell dynamisches Verfolgungspotenzial geprüft. Viel Glück, Kandidat. Hier siehst du einen zufälligen Mix aus Ninjas und anderen Schergen. Wir mischen jetzt das Spielfeld. Merk dir, wo die Ninjas sind. Okay. Kriege ich vielleicht hin. Der verschwindet bestimmt. Da. Okay. Unten. Hier, jetzt. Ah, jetzt ist er weggeswitcht. Jetzt ist er nach unten geswitcht. Ich habe ihn noch im Blick. Ah, ja, wenn der. Ja, gut. Er ist jetzt hier unten auf. Was ist das? 5 Uhr. Bewege nun die Ninjas in den blauen Rahmen und zwar sortenrein. Nur die Ninjas, nichts anderes. Viel Erfolg! Ja, das kriege ich hin. Da brauche ich einfach nur das hier und. Ja. Okay, das ist schon wieder cool. Die Ringe sind gedreht. Natürlich war es richtig. De, 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 de.
Geil, das ist Hütchenspiel, das kann ich. Aber jetzt mussten wir auch nur auf einen achten, das war einfach. Wir blicken auf die Punktetafel, es war ja Stufe 1. Für deinen saghaften Erfolg erhältst du stolze 10 Punkte. Allerherzigsten Glückwunsch. 50% Hälfte. Insgesamt liegst du damit jetzt bei 50 Punkten. 50 Punkte bis zum Sieg. Und darum, ohne weitere Umschweife, gleich zum nächsten Spielchen. Ich will jetzt mal wissen, was da das Pinke ist. Auf, los geht's. Go, go! Rechnerpool. Oh nein. Das sieht scheiße aus. Der Rechnerpool. Hier kommen sowohl Gedächtnis als auch mathematische Vorbildung zum Einsatz. Viel Erfolg. Und das in der schwersten Stufe. Was? Der Rechnerpool funktioniert folgendermaßen. Siehst du diese wunderschöne heiße Quelle? Gleich baden darin viele Gumbas. Und du sagst mir, wie viele am Ende noch im Wasser sind. Einfach, oder? Ah, das heißt, es springen welche rein, welche raus, welche rein, welche raus. Ja, gut, okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, der Nebel ist ja fies. Drei. Zwei. Vier. Fünf, sechs. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minus 1 sind 19, 11, 12, 13. 12, 13, 14, 15. Minus 3 plus 5. Ende. 15 minus 3 sind 12, plus 5 sind 17. Es müssten 17 sein. Boah, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Was? So, vergiss die Zahl der Kumbas nicht. Baue jetzt aus den Ringen eine Gleichung, die deine Zahl ergibt. Was? Jetzt muss ich auch noch... Was? Was? Also, es wäre sowas wie 8 plus 9 zum Beispiel. Und Achtung, der blaue Rahmen umfasst 4 Felder. Es darf kein Feld leer bleiben. Kapiert? Frohes Rechnen. Oh nein, wir brauchen 17. Ist es eine Addition? Wahrscheinlich. Also. 8 plus. 8 plus 8 wären 16. Ah, falsch, warte mal. Oh, die Zeit rennt weg. 8 plus. 8 plus 3. Was anderes geht. Nee, warte mal. Falsch. 8 plus. 8 plus. Das wären 10. 7 haben wir nicht. 8 plus 3 sind 11. Oh, 8 plus 31. Ah, das geht auch nicht. Ach so, wir können hier. Nee, Minus. Ach so, ich kann das ja. Ach nein, das ist dumm. Ach, das ist scheiße. Ach nö. Ich hasse sowas. Oh, am Rechnen bin ich doch schlecht. Das kriege ich doch gar nicht mehr hin. Also, wir müssten da irgendwas mit einer zweistelligen Zahl machen. Jetzt habe ich es verstanden, aber das brauche ich in der Zeit gar nicht mehr versuchen. Ach, wie dumm, Mann. 17 wäre es gewesen. Buh. Da kriege ich mal was hin. Aber wie war denn jetzt die Antwort? Sag mir, wie das ist die Antwort. Was wäre richtig gewesen? Dann wollen wir doch gleich einmal nachsehen, was die richtige Antwort gewesen wäre. Wenn das jetzt auch nicht 17 ist, dann... Komm, wenigstens jetzt 17. Komm, bitte, bitte, wenigstens das richtig. Juhu! Wenigstens das ist richtig. Auch wenn es bei den Ring nicht hingehauen hat. Wir blicken auf die Punktetafel. Was für ein Reinfall, liebes Publikum. Der Kandidat erhält 0 Punkte. Insgesamt liegst du damit jetzt bei 50 Punkten. 50 Punkte bis zum Sieg. Kann ich auch Pause machen zwischendurch? Geht das?
Und darum ohne weitere Umschweife gleich zum nächsten Spielchen.